Liebe Brüder und Schwestern, die Menschen staunen über das, was Jesus tut. Ja, er hat alles wieder gut gemacht, sagen sie. Ja, Gott macht alles gut, weil Gott einfach gut ist. Gott ist unendlich gut. Wir können uns das nicht vorstellen, wie gut Gott ist. Weil er gut ist, schenkt er uns diesen schönen Tag, die Sonne, das Licht, das Leben, den Atem. Weil er weiß, dass wir ihn brauchen und weil er uns liebt, weil er uns annimmt als seine Kinder, seine geliebten Söhne und Töchter. Ja, Gott macht alles gut. Deswegen schenkt der Vater im Himmel uns seinen Sohn Jesus. Jesus, er offenbart die Liebe des Vaters. Er tut ja nichts in seinem eigenen Namen, aus eigener Kraft, sondern er tut das, wie Jesus selbst bezeugt, was er den Vater tun sieht, was der Vater ihm zeigt, ja das, was der Vater will, den Willen des Vaters. Der Vater möchte alles heilen, all das, was die Sünde verwundet hat, was uns verletzt hat, was uns die Würde nimmt als Menschen, als Kinder Gottes. Gott ist unendlich gut, deswegen schenkt er uns seinen Sohn. Und Jesus, der für uns Mensch geworden ist, er befreit uns von Sünde und Schuld. Er nimmt alle Schuld auf sich durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Das feiern wir jetzt, seinen Tod, seine Auferstehung. Ja, nicht nur sein Sterben am Kreuz, die Macht seiner Liebe, der göttlichen Barmherzigkeit, sondern auch seinen Sieg über alle Macht des Bösen, über alle Finsternis, über alles Böse, über allen Schmerz, über all das, was uns niederdrückt. Jesus, er siegt über die Hölle, über alle Mächte des Bösen, über alle Sünde, alle Schuld. Er ist der Auferstandene. Ja, seine Auferstehung feiern wir heute am Sonntag. Jeder Sonntag ist ja immer ein kleiner Ostersonntag, ein Auferstehungstag. Jesus, er möchte unsere Auferstehung sein, unser Leben. Und wir haben im Evangelium gehört, wie er dem Taubstummen begegnet, wie er ihm hilft, wie er seine Ohren berührt, seine Zunge mit Speichel und ruft, Ephata, öffne dich. Ja, diesen Ruf haben auch wir schon alle einmal gehört, aber die meisten von uns können sich sicher nicht mehr daran erinnern. Es ist innerhalb der Taufe ein Ritus, der vollzogen wird. Und die meisten von uns sind ja als kleine Kinder getauft worden. Und auch da spricht der Priester oder der die Taufe spendet, Ephata, öffne dich. Und er berührt dabei die Ohren des Kindes, den Mund, die Zunge, um zu zeigen, dass Jesus auch unsere Ohren geöffnet hat, dass er unsere Ohren öffnet, damit wir auf sein Wort hören, auf seine Stimme, damit wir die Gebote Gottes beherzigen, damit wir ihn bezeugen mit unseren Lippen, mit unserem Mund, unserer Zunge, aber noch viel mehr mit unserem Leben. Wir sollen Zeugen der barmherzigen Liebe Gottes sein. Diese Liebe wendet sich besonders den Armen, den Entrechteten, den an den Rand gedrängten zu. Diese Liebe Gottes möchte besonders jene beschenken, die in der Gesellschaft wenig oder gar kein Ansehen haben. Darauf weist uns auch die Lesung hin. Oft beurteilen wir die Menschen nach äußeren Dingen, nach dem, was sie haben, wie sie angezogen sind, ob sie schön sind, ob sie reich sind. Wir beurteilen sie nach ihrer Macht, nach dem Einfluss in der Gesellschaft.
Aber Gott urteilt anders. Seine Liebe gilt allen, besonders den Armen, denen, die kein Ansehen haben, die von den anderen vielleicht sogar schief angeschaut oder gar verachtet werden. Der Herr mahnt uns dazu, dass wir seine Liebe nachahmen, dass wir nicht die Menschen beurteilen oder gar verurteilen nach irgendwelchen äußerlichen Kriterien. Auch die, die scheinbar wertlos, die scheinbar gering sind, sind in den Augen Gottes unendlich wertvoll. Ja, auch das ungeborene Leben, das Leben im Mutterschoß, ist kostbar in den Augen Gottes. Ja, so ein kleines Kind kann ja nicht sagen, sich nicht wehren. Das ungeborene Leben besitzt die Würde einer menschlichen Person. Es ist ein schweres Unrecht und die Kirche sagt, ein verabscheuungswürdiges Verbrechen, wenn wir das ungeborene Leben töten. Die Abtreibung ist eine furchtbare Wunde, ein furchtbares Unrecht, das geschieht. Da wird ein Mensch getötet, auch wenn er noch winzig klein ist. Er besitzt schon diese Würde einer menschlichen Person. Ja, wie sehr wird heutzutage das menschliche Leben gering geachtet? Es beginnt mit der Verachtung der Armen und es endet scheinbar mit der Geringachtung des Lebens überhaupt, Geringschätzung. Der Mensch hat nicht das Recht zu experimentieren mit dem werdenden Leben. Es ist ein Geschenk Gottes, das respektiert werden soll. Ja, wir brauchen wieder mehr Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben, vom ersten Augenblick der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende. Ja, in vielen Ländern gibt es ja schon die Euthanasie, wo der Mensch selber bestimmen will, wann sein Leben aus ist. Auch das ist letztlich eine Verachtung des Menschen, seiner Würde, seiner Person, ja eine Verachtung dieses kostbaren Geschenkes des Lebens, das wir von Gott erhalten haben. Ja, auch darauf möchte der Herr uns heute hinweisen. Er möchte uns die Augen öffnen für seine Gegenwart, für seine Gaben, ja, für das kostbare Geschenk des Lebens überhaupt. Er möchte die Ohren öffnen für uns, dass wir auf seine Stimme hören, dass wir ihm vertrauen, und vor allem möchte der Herr immer wieder neu unser Herz öffnen, dass wir ihn aufnehmen, dass wir nicht nur seine Worte hören, sondern dass wir mit seinem Wort ihn selber im Herzen tragen, dass wir ihn immer mehr lieben, von ganzem Herzen auf ihn hören, ja, dass diese Liebe Gottes in uns wächst, die ja gerade so präsent ist in den Familien, die uns ja begegnet in den Kindern. Auch da ist der Herr gegenwärtig. Wir lassen uns neu erfüllen von seinem Geist, von seiner Kraft und Gnade, von seinem Licht. Ja, öffnen wir dem Herrn unser Herz, hören wir auf seine Stimme und lassen wir uns neu erfüllen von seiner Liebe, von seiner Gnade. Wir dürfen auf sein Erbarmen vertrauen. Auch jene, die am ungeborenen Leben schuldig geworden sind, sie dürfen vertrauen, dass der Herr vergibt. Besonders im Bußsakrament dürfen wir diese Fülle der Vergebung des neuen Lebens empfangen. Ich denke, viele Menschen vergessen das auch, dass wenn jemand an dieser Abtreibung schuldig wird, mitwirkt, ist er ja exkommuniziert, er darf eigentlich gar nicht die heilige Kommunion empfangen, sondern muss zuerst zur Beichte gehen. So schwer wiegt diese Schuld. Aber Gott, er macht wirklich alles gut. In seinem Sohn Jesus schenkt er uns neues Leben. So dürfen wir voll Vertrauen zu ihm kommen. Der Herr, er möchte in uns Wohnung nehmen, damit er uns verwandelt und erneuert, damit uns neu die Freude seines Heils schenkt, Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Amen.